Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar darf ich euch heute eine selbstfliegende Drohne vorstellen. Und zwar die Hover Air X1. Ich hatte schon die ein oder anderen Anfragen mal auf Instagram und Co. über Drohnen und die einen verfolgen und so weiter. Und so eine richtig gute Lösung habe ich da noch nicht gefunden. Vor allem auch keine, die kostengünstig ist. Und dann kam diese Kooperation zustande. Vielen Dank für die Kooperation. Ich bin sehr gespannt, wie das Ding funktioniert. Und wir testen das heute zusammen. Es ist eine ganz kleine, süße Drohne, die ganz wenig Know-how benötigt, um eine Drohne zu fliegen. Viel Spaß beim Video. Also, die kommt in so einem kleinen Case und passt theoretisch in jede Jackentasche. So, zack. Zack, sie weg. Dann klappt man sie auf und sie ist ready to fly. Unter 250 Gramm ist das Ding. Und ich bin echt gespannt. Es gibt verschiedene Modi obendrauf und die soll theoretisch dich richtig gut verfolgen können. Maximalspeed ist 25 km/h, das heißt, auf dem Trail wird es vielleicht ein bisschen schwierig, aber für so ein paar schöne Szenen, die man beim Urlaub machen will oder auch beim Mountainbike fahren, ist das, glaube ich, eine coole Sache. Und wir testen jetzt die ersten Modis zusammen aus. So, das ganze Ding ist jetzt so, dass man einfach hier oben hat man nur zwei Knöpfe, und zwar einmal an. So, dann ist das Ding an. Und auf dem zweiten Knopf kann man oben drauf drücken. Zack. Zoom out. Jetzt hat die Zoom out gemacht. Current mode. Zoom out. Zoom out ist jetzt der Modi. Man hat oben 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Modi. Und wenn man jetzt nochmal auf den Startknopf drückt. The device will hover after completing the flight path. Please hold out your hand and place it one foot below the device. And wait for the device to land on your palm. 3 meters. Zoom out. Also sie macht theoretisch alles von alleine. Sie fängt auch automatisch an zu filmen und jetzt fängt sie gleich an. Zack, jetzt leuchtet das rote LED und jetzt zoomt sie out 3 Meter. Die Angaben, wie lange das jetzt wegfliegt, die Drohne, kann man noch in der App ändern. Und zum Landen hält man einfach die Hand drunter und sie landet. Übelst easy und ich finde es richtig, richtig cool. Wir können jetzt nochmal den Orbit-Modus ausprobieren. Ich finde, der sieht auch immer cool aus, wenn man irgendwo auf einer coolen Location ist. Da kann man auch wieder den Radius ändern und so weiter in der App. Ich habe jetzt aktuell alles auf Standardeinstellung gelassen. 1,5 Meters Orbit. Ja, hier ist jetzt tatsächlich gut windig auch. Ich bin mal gespannt, wie sie das managt. Geht jetzt erst zurück. Die Drohne wiegt 125 Gramm, wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, unter 250 bedeutet, dass man die ohne große Einschränkungen aktuell noch fliegen darf. Jetzt hat sie den Orbit fertig. Jetzt geht gleich wieder das Licht auf grün. Sie kommt wieder zurück. Und dann packt man wieder die Hand runter zum Landen. Und das war's. Ich würde sagen, wir testen jetzt mal den Follow-Modus, weil das ist ja eigentlich das, was wir Mountainbiker interessant finden. Und zwar gibt es hier so eine schöne Kurve, die man fliegen kann, die man fahren kann. Und es geht auf und ab. Da bin ich gespannt, wie die Drohne das managt. Wir gehen mal rüber, das Fahrrad holen und dann drehen wir hier eine kleine Runde. Ich glaube, sie hat es gut gemacht. Cool. Jetzt haben wir hier eine kleine, ja, so ein Mini-Trail darunter. Das ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller jetzt, weil hier Bäume sind. Aber das will ich natürlich gerne mal testen. Das heißt, ich werde es jetzt nochmal starten und hier runter. Die Flugzeit beträgt übrigens ungefähr 10 Minuten. Natürlich, wenn es jetzt kälter ist, dann ist es
wie es bei allen Akkus ist, wahrscheinlich weniger. Allerdings habe ich jetzt erst einen Punkt von 4 verloren, also alles entspannt. Die Drohne hat keine Hindernissensoren, ne? Die hat unten drunter halt nochmal eine Kamera, logisch, damit, so hier, damit sie landen kann, weiß, wann die Hand drunter ist. Allerdings gibt es keine Hindernissensoren, aber dieses Cage hier schützt natürlich die Propeller extrem und dadurch, dass die Drohne nicht so schwer ist, glaube ich nicht, dass sie großartig schnell kaputt geht. Wir testen das Ganze jetzt nochmal und rollen den Trail runter. Gucken wir mal, wie weit wir hier kommen. Ohne Crash vielleicht. Ja Leute, ich würde sagen, das hat gut funktioniert. Die Aufnahmen habe ich natürlich bis jetzt noch nicht gesehen. Wir werden noch ein paar Aufnahmen machen heute, einfach so, um die mal zu testen auf einer ganz normalen Tour hier. Wir nehmen euch noch mit, blenden euch gleich die Aufnahmen ein und dann gibt es noch ein paar Key Facts von zu Hause aus, vom Schreibtisch und ein paar wichtige Informationen zu der Drohne. Was halt wirklich eine coole Option ist, gerade für so, wenn man ein Solo-Content-Creator ist, ist, dass man einfach die Drohne als Vlogging-Cam nutzen kann, indem man einfach wirklich hier jetzt mit dem Handy den Ton aufnimmt. Man könnte theoretisch sogar auch ein externes Mikrofon anschließen. Ja, die Drohne rechnet dann sozusagen per KI einfach die Drohnengeräusche raus. Also die Drohne schwebt jetzt gerade wirklich ja, einen Meter vor mir und man hört die Geräusche der Drohne einfach nicht. Und ich finde, die Tonqualität ist dementsprechend gut. Das Ganze kann man dann auch im Follow-Modus nutzen. Das heißt, wenn ich jetzt hier lang gehe und die Drohne mir einfach folgt für so ein Video, dann ja, ist es einfach eine coole Sache. Ich kann theoretisch einfach die Drohne sozusagen als Kameramann benutzen. Und wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, sagen wir mal, ich mache jetzt hier eine Tour, möchte hier irgendwas zeigen, dann kann ich hier einfach rumlaufen, kann mich nach links und rechts bewegen, kann mich auch umdrehen und kann wieder zurückgehen. Und am Ende kann man das Ganze dann einfach in der App downloaden und hat ja sozusagen einen externen Kameramann mit Bewegung. Ich brauchte kein Stativ mehr, ich brauche kein Mikro. Man kann das Handy einfach benutzen, die Aufnahme startet automatisch oder ihr könnt theoretisch auch ein externes Mikro benutzen oder halt einfach AirPods nutzen als Mikrofon, dann muss man das Handy nicht in der Hand halten. Das ist auf jeden Fall eine coole Sache, so als kleines Gadget und für mich auch als Solo-Content-Creator echt eine Sache, die durchaus Sinn macht. So Leute, wir sind zurück zu Hause vom Test der Hava RX1. Hier ist das gute Stück und ich möchte euch natürlich noch ein abschließendes Fazit geben. Das ganze gute Ding kommt mit einem Akku-Ladegerät, einer schönen kleinen Tasche, wo man dann das Ganze reintun kann. Ich habe jetzt das Package mit den extra Akkus. Das heißt, es gibt auch noch ein Paket, da ist eine Akkuladestation dabei und ein extra Akku. Ihr schließt theoretisch das Ganze später dann einfach an den Computer an, wenn ihr wollt, mit USB-C. Die Drohne hat einen internen Speicher, davon zieht ihr dann das Ganze einfach runter. Oder alternativ natürlich, wenn ihr es direkt auf dem Smartphone bearbeiten wollt und posten wollt oder so, dann macht ihr das Ganze in der App. Die App funktioniert wirklich sehr, sehr gut, also vergleichbar jetzt mit einer DJI-App tatsächlich. Ihr kennt das ja von anderen Apps, wie bei der GoPro zum Beispiel, da ist das manchmal irgendwie hakelig, die Verbindung funktioniert nicht sofort und so weiter, aber hier war es wirklich überhaupt gar kein Thema. Ich war sehr, sehr positiv überrascht, hat sehr, sehr gut funktioniert. Mein abschließendes Fazit, für wen ist jetzt die Drohne? Für einen Solo-Content-Creator finde ich auf jeden Fall. Für Instagram und
Social Media definitiv. Für YouTube könnte die Kamera noch eine 4K-Qualität bekommen und vielleicht ein Log-Profil, dann wäre ich überglücklich mit dem Ding. Ich finde wirklich tatsächlich, dass es mal eine echt coole Drohne ist und ich könnte mir vorstellen, dass das die Zukunft der Drohnen sein wird und in Zukunft mehr solcher Drohnen ja, das Licht der Welt erblicken werden. Hover RX1, wenn ihr Bock auf die Kamera habt, auf die Drohne, Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich herzlich für diese Kooperation. Mir hat es mega Spaß gemacht, das Ding zu testen. Und ich werde es definitiv auch noch öfter benutzen, weil einfach die Handhabung so schnell, so einfach ist. Und vor allem ohne großartige Probleme. Also wirklich, einmal hatte ich es gehabt, dass sie mich nicht erkannt hat. Und das war das einzige Mal. Ja, also ich bin wirklich begeistert, hat mir richtig Bock gemacht. Ich merke auch, ich habe seitdem ich die Drohne habe, 2 weitere Updates bekommen. Das heißt, die arbeiten auch noch immer an neueren Updates, dass das Ganze noch besser wird. Ich gehe davon aus, dass sowas wie ein Log-Profil zum Beispiel in der Zukunft nachgeliefert werden muss. Und wird. Ich bin sehr happy. Wenn ihr das ganze Ding austesten wollt, dann checkt es ab. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Das Video hat mir richtig Bock gemacht diesmal. Und ich bin gespannt auf euer Feedback, was ihr von dem Ding haltet, wie euch das gefallen hat und wir sehen uns in den nächsten Videos. Bis dahin, macht's gut.